it's a beautiful place. It's very rich in history and culture, and I think it's one of those places that's really worth visiting because it's so different from what people expect it to be. Well, we were driving through the mountains, really nice. Yeah, it's beautiful. It's really picturesque and everything. Yeah. I think tourism is the key for Romania to step up to the plate. About the tourism in Romania, especially in Transylvania, the Ministry of Tourism is saying it is increasing. The places that the tour groups and the individual tourists visit are mostly the same. They're the fortified churches of Transylvania. I think I like the castles the most. I'm a history buff, so I come here mainly for a lot of this, mainly due to architecture. And I like the fact that you see different styles of architecture, Orthodox style, Hungarian Catholic style, and then the German Lutheran style, you get to see it. And I think that's the highlight of my trip so far. Die Stadt Medas ist auch relativ gut besucht. Es kommt natürlich immer auf die Infrastruktur an, die es in den einzelnen Orten gibt. Die kleinen Gemeinden, die haben fast keine Infrastruktur. Die größeren Orte haben dann einiges, so wie ein Lokal, wo man essen gehen kann oder mehrere Läden, wo man einkaufen kann, eine Dorfkneipe, die man auch mal besuchen kann. Und die Stadt Medas und Birtem haben über die Sommerzeit auch kulturelle Angebote wie Orgelkonzerte oder andere Veranstaltungen, wie eben ein Filmfestival oder ein Slow Food, was angeboten wird, was natürlich sehr viele Gäste anzieht, größtenteils aber aus dem Inland. Jedes Dorf hat so seine eigene Geschichte und wenn die entsprechend rübergebracht wird von einem Kirchenführer oder von einer älteren Person, die noch da wohnt und gerne auch kommuniziert, ist das dann schon so ein Spezifikum. Es kommen einige Touristen hier, vor allem im Sommer, aber auch noch im Herbst jetzt. Und denen zeige ich dann die Kirche, gehe auch mal mit auf den Turm. Und ja, die meisten Touristen kommen halt wegen der schönen Fresken her. Berühmt ist ja der Ort ja auch noch wegen des Kastells und die Sachen, die durch den Schirmherrn Prinz Charles hier gemacht wurden. Ein Aspekt ist natürlich sehr wichtig geblieben. Wir bieten für Touristen, die das Land aufsuchen, die Einfachheit, die Urigkeit einer Gegend, besondere Dinge finden, die es sonst nicht mehr so gibt in Europa, wo die Entwicklung vieles zerstört hat. Nur an einigen Orten geht man zurück auf eine Zeit, die wie es vor 100 Jahren vielleicht in Europa war. Und das hat sicher seinen Reiz. Welche kommen, sind es meistens Wanderer, Radfahrer. Das mit dem Bus, das ist eher selten. Wer Abenteuer liebt, der sollte kommen. Also das ist wirklich eine schöne Ecke hier.